Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Baldur's Gate 1 Enhanced Edition. Ich habe mir gerade überlegt, die einzigen Bauern, die ich weiß, sind in Naschkel. Da wollten wir eh hin. Und genau das machen wir auch. Hier sind überall Bürger, das heißt niemand Bauer. Wir fragen mal in Naschkel rum. Zur Not wissen wir dann auch noch, in Beregost ist auch noch was zu tun. Die Straßen sollten sicher sein. Ah ja, hallo Naschkel. Wir waren schon lange nicht mehr hier. Taris. Hey du. Oh, euch ist nicht zufällig ein Mann begegnet? Ungefähr so groß und, naja, etwa so breit? Dieser Taugenichts. Tut mir leid, ich kann euch nicht weiterhelfen. Wird erledigt. Interessante Fragestellung, oder? Wir möchten einmal schlafen, bitte. Bürger? Alles Bürger. Quatsch mal einen. Hey, Kollege! Die meisten von uns können jetzt bald wieder an die Arbeit. Das sind gute Neuigkeiten. Aber wie ich höre, kennt man den Anstifter des Ganzen noch immer nicht. Solange das nicht der Fall ist, werden die Großherzöge von Baldur's Tor den Druck auf Arm nicht verringern. Ja, die Befürchtung habe ich auch. Mit Leichtigkeit. Gehen wir mal runter zu den Bauernhöfen hier. Kommt mal hier. Geht mal dort, ja? So. Jetzt sind wir fast so weit wie damals mit Pillars of Eternity. Da habe ich ja 40 Folgen gemacht und dann leider das Projekt eingestampft, weil es keiner mehr anschauen wollte. Ist mir bei Baldur's Gate, aber egal. Es wird durchgezogen. Pillars of Eternity kommt auch nochmal. Weil ich auf solche Spiele einfach Bock habe. Und manche von euch haben da auch Bock drauf. Und es freut mich wahnsinnig. Hey, Bürger. Ihr da, kommt ihr irgendwie bekannt vor. Sieht aus wie die Gruppe, die die Mine geräumt hat. Jedenfalls passt ihr in die Beschreibung, die mir mein Bruder Emerson gegeben hat. Und wenn schon, ist nicht Zeit, ist auch egal. Ich möchte mich nur bei jemandem bedanken. Euer Dank ist angekommen. Naja, es war mir eine große Freude, euch zu helfen, dem einfachen Mann. Bei solch einer Schurkerei konnte ich doch nicht zusehen. Kein Wunder, dass ihr in die Mine runter seid. Ihr seid ja auch völlig verrückt. Na, solange das jetzt erledigt ist, macht es ja auch nichts, dass der Helm bei euch zu eng sitzt. Also, wie wär's, wenn ihr euren gerechtfertigten Zorn jetzt gegen die Räuber im Norden richtet? Bis die Handelsstraßen nicht frei sind, kann in den Großteil der Gegend kein Eisen geliefert werden. Ah, ein Bauer. Letzten Monat sind drei von meinen Erntehelfern davongerannt. Einfach am helllichten Tag verschwunden. Mitten bei der Arbeit. Man findet einfach keine guten Leute heutzutage. Da haben wir diesen Ankerpanzer gefunden damals, gell? Genau. Gorain wäre auf eure Taten stolz. Hallo, Karp. Was gibt's Neues? Ich wünschte, die Lage hier auf dem Bauernhof wäre besser, aber wenigstens sind wir gute Bergarbeiter. Was könnte besser sein als diese unberührte ländliche Umgebung? Nun, wenn er eine Ernte hätte, würde es auch schon helfen. Ah, das hatten wir schon. Ja, das hatten wir schon. Da haben wir schon mal geredet. Ja, interessant, die örtlichen Bauern hier irgendwelche Insekten plagen. Weißt du was? Ihr habt Gott verzeiht, so mit euch reden. Ja, Viehdiebstahl. Hat Bauern stehen Räuber hier in der Gegend, das Vieh? Wir kriegen hier wohl gar keine Informationen. Das macht aber nichts, wir gehen jetzt erstmal Richtung Leuchtturm. Vielleicht finden wir auf unseren Reisen noch mehr heraus. Zumindest haben wir es schon mal unbeschadet nach Naschkel geschafft. 40 Stunden bis dahin, ich bin mir sicher, wir werden überfallen. Werden wir nicht. Wird erledigt. Kleinen Quicksave gemacht und jetzt schauen wir uns hier um. Ah!
Hobgoblins. Euch gibt es auch noch, ja? Und sogar in hohen Mengen gibt es euch noch. Kommt mal näher ran. Ihr sollt da nicht festbacken, ihr sollt da hingehen, dass ihr Gegner angreifen könnt. Und Pfeile, Pfeile ist immer gut. Wir haben schon lange keine Pfeile mehr gekauft, oder? Ja, und Kugeln auch nicht, seitdem Jahira vorne bei uns mitkämpft. Ihr geht zurück. Boah, das sind aber verdammt viele. Mach hier mal einen Feuerball hin. Das wollte ich jetzt unbedingt mal machen. Jetzt habe ich außerdem ein Schwert mitgenommen. Das wollte ich nicht. Ich wollte nur das. Ich bin bereit. Wird erledigt. Wunderbar. Das sind aber verflucht viele Hobgoblins hier, oder? Kann ich irgendwie behilflich sein? Das weiß ich nicht. Wer bist du? Ich weiß, warum ihr hier seid. Aus demselben Grund, aus dem all die anderen kommen. Und ich gebe euch dieselbe Antwort wie ihnen. Ich weiß nicht, wann die Eisenknappheit zu Ende ist. Und ich habe keine Ahnung, wem die Räuber unterstehen. Und ich bin auch nicht daran interessiert, euch den Spieltisch von euch zu den Spieltischen von Baldurs Tor zu begleiten. Hä, Moment mal. Verzeiht mir, aber wenn ich euch mit diesen Ereignissen des Tages nicht abgebe, welchen Zweck hat es dann, dass ihr in die Sterne starrt? Ich möchte euch nicht weiter stören. Es tut mir leid, dass ich unhöflich war. Mir scheint, ich war schon ziemlich durcheinander, bevor ihr auch nur in meine Nähe kamt. Langsam bin ich die Fragerei einfach leid. Besonders dann, wenn meine Antworten den Leuten zu ungenau sind. Die Sterne sind kein Nachschlagewerk, in dem alles genau erklärt wird. Wäre es so, dann könnte sich jeder die gewünschte Seite heraussuchen und einer wie ich wäre überflüssig. Zu unserem Problem kann ich sowieso nicht viel sagen. Wird erledigt. Na, sie ist wohl so eine... Sie liest wohl Sternenkarten oder so eine Art Wahrsagerin, Prophetin vielleicht, ich weiß nicht. Auf jeden Fall wollten wir nichts von ihr wissen, es tut mir leid. Junge Frau, oder alte Frau, es tut mir leid, die Dame. Was mir da gerade einfällt, ist, Baldur's Gate dürfte ja auch die Feministen ziemlich hart triggern, da gibt es nämlich nur zwei Geschlechter. Entschuldigung, ich mache mich da sehr gerne drüber lustig, weil ich dieses Streitthema einfach viel zu lächerlich finde. Aber das ist der falsche Ort, hier drüber zu reden. Das können wir beim Livestream machen. So. Die alte Frau mit ihrem Stab rennt hier unten rum. Alles ist voller Wölfe und Hobgoblins und was weiß ich nicht, an Kriechtier und Gesocks, aber... Nun gut. Hier unten noch was vom Leuchtturm aus? Nee, und oben wahrscheinlich auch nicht. Hier geht's nur zurück. Genau. Mit Leichtigkeit. Dann decken wir mal den Rest der Map auf. Ihr kennt das ja. Die Schwertküste. Ja, den Räubern im Norden, den kommt mir gerade so. Die haben wir ja eigentlich schon erledigt, oder? Also ich meine... Im Mantelwald dürfte es keine mehr geben. Solange uns hier nicht wieder Basilisken oder sowas über den Weg laufen, ist doch auch alles supi. Wer bist du? Quicksave? Quatschen? Hallo, mein Freund. Bitte helft mir. Ich kenne sonst niemanden, der es könnte. Mein kleiner Junge spielt in den verlassenen Leuchtturm noch westlich von hier und wurde von einer Meute Worge eingekreist. Bitte vertreibt sie, damit ich ihn holen kann. Wir haben nicht viel Zeit. Ja, natürlich mache ich das. Wieso lässt du deinen Jungen auch in einem verlassenen Leuchtturm spielen? Fragezeichen. Da ist der verlassene Leuchtturm. Schätze ich mal. Ah.
die Gerechtigkeit. Weg mit euch, Wagen. Kann man aber auch nirgendwo reingehen, oder? Oh, das Meer ist so laut. Das Meer ist so laut. Ja, ich komme hier nirgendwo rein. Ich habe nur die Waage töten können. Aber der Junge ist ja jetzt safe. Jetzt können wir uns ja hier in Ruhe umsehen. Ja, hier kann ich gar nicht raus. Seht ihr? Geht gar nicht. Okay. Also, nochmal zu der Dame. Ich will kurz sagen, dass ihr Junge jetzt safe ist. Hallo, mein Freund. Ich bin euch so dankbar. Ihr habt ihn wahrscheinlich genauso verängstigt wie die Vorks. Wenn ihr weg seid, werde ich ihn herunterlocken. Hier, das ist das ganze Geld, das mein Mann diese Woche vom Markt mit nach Hause gebracht hat. Aber nehmt es ruhig. Das Leben meines Sohnes ist viel mehr wert. Die 60 Goldstücke, die hättest du behalten können. Ja? Die hättest du wirklich behalten können. Der Ruf hat sich auch verbessert. Sind wir eigentlich schon wieder auf Heldenhaft? Heldenhaft, sehr schön. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Komischerweise hat sich Shahira noch gar nicht beschwert, weil die ist neutral. Eigentlich beschwert die sich irgendwann, weil neutrale Helden haben es ganz gern, wenn wir einen neutralen Ruf haben. Aber eigentlich sind wir neutral. Wir sind eigentlich immer nur an der rechten Sache interessiert. Also, ich habe mich keiner Partei bisher angeschlossen. Was genau ist denn jetzt gerade passiert? Wurde Shahira gerade vom Blitz getroffen, ja? Komm mal, Quicksilver, wer bist du? Freut mich, euch zu sehen. Wer seid ihr denn? Ihr seid sicher große Abenteurer. Das kann ich von euren Händen ablesen. Sie sind von Magie befleckt und zeugen von den Anstrengungen beim Heben der Waffen. Im normalen Auge bleiben solche Merkmale vielleicht verborgen, aber ich kann sie deutlich sehen. Wie ich überhaupt vieles deutlich sehen kann. Wie wäre es mit einer Beratung? Ein bisschen altmodisches Handlesen gefällig oder ein bisschen Zigeunerzauber, um euch den rechten Weg zu weisen? Zigeuner darf man in Deutschland nicht mehr sagen, das heißt Rotationseuropäer. Gegen ein wenig Deutung eurerseits habe ich nichts einzuwenden. Hier ist meine Handfläche, was sagt sie euch? Lasst mal sehen. Interessant, obwohl ihr jetzt ein hartes Leben führt, zeugt eure Hände von, dass ihr vor nicht allzu langer Zeit, also, dass ihr es leichter hattet. Es hat euch wohl erst kürzlich auf die Straße gezogen. Soweit habt ihr recht, ja? Fahrt fort. Das habe ich mir gedacht. Lasst mich nur etwas genauer hinsehen. Zeigt mir eure Lebenslinie. Ich sehe den Einfluss eines Gelehrten und dass ihr gut ausgebildet seid. Ihr hattet wohl einen weisen Mann als Mentor, vielleicht jemanden, der über beträchtliche Macht verfügt hat. Mein Ziehvater Gorion war ein Gelehrter und auch ein wenig zauberkundig. Sprecht weiter. Ihr verbrachtet eine recht glückliche Kindheit mit ihm, wenn ihr auch etwas schwierig wart. Mein Gott, das wart ihr doch für ein ungezogenes Kind. Woher das wohl kommt, mal sehen. Was wir von euch aus der Zeit mit diesem Gorion nicht alles erfahren können. Wenn ich weiter zurückblicke, sehe ich. Gütiger Himmel. Ich sehe ein langes und glückliches Leben für euch. Und die euren 10 Goldmünzen, bitte. Und ich mache mich auf den Weg. Nun, das ist doch ein glückliches Ende. Hier ist euer Gold. Danke für die Deutung. Ich habe es mir anders überlegt. Ich werde es nicht anrühren. Ich nehme euch nichts weg. Lasst mich. Ja. Was? Mit Leichtigkeit. Warum haut sie denn plötzlich ab? Ah, noch mehr Waage. Ist die Mehrzahl jetzt Worge oder Worgs? Gute Frage, gell? Na, macht nichts. Aber warum ist sie denn jetzt plötzlich hier getürmt? Der hätte die 10 Goldmünzen schon haben können. Ich meine, Handlesen ist eine kleine Spielerei. Vielleicht hat sie von uns gehört oder so, aber... Sag mal, ist hier eine Party oder so? Wie viele Leute stehen denn hier rum? Speichern, quatschen. Ich suche nach starken Männern wie euch.
Ich habe ein Problem, das ich nur mit eurer Hilfe lösen kann. Wenn ihr uns den Namen und euer Problem sagt, können wir euch vielleicht helfen. Nun, werte Abenteurer, ihr könnt mich Safana nennen. Verzeiht mir, wenn meine Stimme ein wenig Furcht einklingt. Denn dort, wo ich herkomme, im Süden, werden die Männer bei weitem nicht so groß wie ihr. Wie dem auch sei, ich kann euch zu großen Reichtümern verhelfen, vorausgesetzt, ihr seid an dererlei interessiert. Ich besitze eine Landkarte, auf der die Stelle eingezeichnet ist, an der sich ein Piratenschatz aus alter Zeit befindet. Nach dem, was auf der Karte steht, handelt es sich um den Schatz des sagenumwobenen schwarzen Alaric, dessen dieser sich entledigte, ehe er von den abendischen Flotte gefangen wurde. Seid ihr interessiert, mehr zu erfahren? Wir sind immer an Geld interessiert. Der Grund, warum ich Hilfe benötige, ist der. Die Höhle, in die ich hinabsteigen zu gedenke, wird von einer Art Wesen bewacht. Ich weiß nicht genau, was für ein Wesen das ist. Wenn ihr mir behilflich seid, bekommt ihr einen Teil des Schatzes. Ich würde mich eventuell auch andererweise erkenntlich zeigen. Anderweitig muss nicht unbedingt sein, das Geld nehme ich gerne. Oh, tausend Dank, ihr werdet es nicht bereuen. Kräftige Helden wie überwinden jedes Hindernis, das sich ihnen in den Weg stellt. Lasst uns losgehen. Laut meiner Karte befindet sich die Piratenbucht irgendwo entlang der Küste, direkt südlich von Kerzenburg. Ja, mein Schatz. Kann ich nicht wenigstens noch ein bisschen länger bei euch bleiben? Unsere gemeinsame Zeit war so angenehm. Nun gut, vielleicht werden wir uns wieder treffen. Ich bin bereit. Einfach nur aus Interesse. Hm? Ja, mit Leichtigkeit. Ist jetzt wegen der Infravision? Nee, ich glaube, sie ist tatsächlich nicht böse. Irgendwo entlang der Küste südlich von Kerzenburg. Attack! Oh nein, Sirenen. Lauf weg! Lauf weg! Die Hobgoblins sollen uns hinterherkommen. Alle da unten? Jetzt habe ich natürlich auch mal Gestankwolke auf die. Ihr dürft die weiter angreifen. Ihr lauft weg. Magisches Geschoss. Machst du bitte dein magisches Geschoss? Ja, wird erledigt. Wir locken die mal da rein. Machst du jetzt um Himmels Willen dein blödes magisches Geschoss? Nein, sie möchte irgendwie nicht. Unsichtbare Geschöpfe und Wesen, okay. Das hätte ich vielleicht mal lesen sollen, bevor ich mit Dünner hier schimpf. Ja, ich hab genug davon. So, die Stinkewolke hat aber wenigstens ein bisschen was geholfen. Kommt mal alle hier raus. Für die Gruppe. Ja, oh Alt, so gut wie er. Redan geht's nämlich gar nicht gut. Ich bin da kein Problem. Der hat von Minz gerade hart eins auf die Nase bekommen. Ja. Ihr könnt jetzt nicht rasten. Das macht aber nichts. So, lass mal sehen. Wir geben erstmal den ganzen Shit an Jahira. Pfeile an Imoin. Das geht an dich, wie immer. Das können wir wegschmeißen, das brauche ich nicht. Heieiei. Blöden Sirenen.
Sirenen sind schlimm. Ich frage mich trotzdem, warum die unser Gold nicht haben wollte. Das ist schon ein bisschen strange. So, das hier erstmal identifizieren. Rein hier. Na, magst du dich beruhigen? Khalid, um was leidest du eigentlich? Schwachsinn und ist verwirrt. Ja, okay. Intelligenz auf 3 gesetzt. Okay. Er brabbelt also nur noch wirren Unsinn vor sich hin. Das ist natürlich schon ganz witzig. Ja, ich bin bereit. Wenn er dann mal aufhören würde, schwachsinnig zu sein. Hast du... Ihr habt eine Aufgabe? Ja, keiner Magiebann drin, gell? Wer seid ihr, dass ihr mich berührt, als würdet ihr mich kennen? Sag mal, was ist denn mit dir? Passt auf, worauf ihr den Zeiger richtet. Ich helfe euch, wenn ihr schafft, uns zu... Mich kümmert's nicht. Wir nochmal. Eure Dienerin steht zu... Ja, oh Allgegen. Ihr habt eine Aufgabe. Eure Dienerin steht zu eurem Dienst. Ihr habt gerufen, was immer ihr braucht. Ich bin bereit. Sie war gerade ein bisschen böse, hä? Kein Problem. Hört das auch irgendwann wieder auf? Also diese Debuffs, die gehen hier gerade echt lange. Gleich Angriff. Ich bin bereit. Tötet ihr die bitte? Ich tue mein Bestes. Bei Khalid geht's wieder, ja? Ah, oh, und er ist vergiftet. Hör auf uns einzuschlagen, Shahira! Na also. Hui! Kleiner Quick Save und schlafen. Ich bin bereit, kein Problem. Ja, das sieht doch schon gut aus. So, gibt's in der Sirenenbucht da unten noch irgendwas Tolles? Oder waren das einfach wieder bloß ein paar nervige Sirenen? Also die sind wirklich richtig schlimm. Ah, das passt schon. Ein paar knackige Gegner ist auch in Ordnung, ne? Das darf ruhig drin sein. Stellt euch anständig auf. Wenn wir noch mehr Sirenen begegnen, dass wir uns zur Wehr setzen können. Aber Ass. Ass-Typis. Ja, und Khalid ist festgehalten. So, wieder ein bisschen warten. Aber da habe ich die Zaubersprüche wenigstens frei für andere Sachen. Ich denke, ihr versteht das. Ich sehe es gerade nicht, weil die Sonne so blöd auf meinem Bildschirm schaut. Aber hat jemand ein Level-Up? Ich glaube nicht, gell? Nee. Ich dachte nämlich vorhin, hätte das Geräusch von einem Level-Up gegeben. Khalid. Danke.
nein. Das ist nicht euer Zuhause. Ihr wohnt Stillstamm. Sils Stamm. Ihr dreckigen Landbewohner sollt für euer Eindringen teuer bezahlen. Attacke. So. Was da ein Feuerball hin? Jetzt zieht euch mal zurück. Genau, jetzt Attacke. Du beschwörst mal Insekten. Sehr nützlich. Eine Höhle. Sind da Sirenen drin? Das wissen wir nicht. Deswegen decken wir erstmal hier oben alles auf. Aber das hat gut geklappt mit dem Feuerball da hinten hin. Und den Insekten. Die haben die, glaube ich, unterbrochen. Permanente. Nicht schlecht. Ich sollte vielleicht auch mal die Beschreibungen lesen. Ne? Das ist halt auch so eine Sache. Bin manchmal, was der Witz ist, ich liebe dieses Spiel, aber ich bin manchmal ein bisschen lesefaul so. Jetzt schauen wir mal. Oh, bei ihm ist nicht mehr viel. Bei dir ist gar nicht mehr viel. Ja, sie steigt bald wieder auf. Ich bin bereit. Wir schauen uns jetzt aber erst da oben um und dann gehen wir in die Höhle rein. Darf jetzt dieses Stamm leben. Immer hier. Abgang. Kein Problem. 650 Erfahrung für einen Wolf. Jetzt auch nicht schlecht, oder? Wisst ihr, Sirenen, wir wollen euch eigentlich gar nichts Böses. Wir wollen uns nur hier umsehen. Sie haben immerhin uns angegriffen, oder? Dann lasst uns mal da reingehen. Ich glaube nicht, dass das eine mehrstöckige Höhle ist. Aber ich glaube, es ist eine tödliche Höhle. Das glaube ich. Decken wir hier noch schön auf. Hier ist nichts mehr. Was bedeutet, wir stellen uns hier auf. Und schauen das Ganze uns auf der Map an. Ja, genau, das ist der Leuchtturm. Die Gebiete sind unglaublich schön gearbeitet. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich finde es ja so klasse. Und was greift es da an? Hobgoblins. Die machen uns jetzt nicht so viel Probleme. Das hält sich alles noch in Grenzen hier. Trank. Sind Gold. Ich bin bereit. Kein Problem. Gut. Sag mal. Ihr werdet langsam ein klein bisschen belästigend. Aber nur ein bisschen. Den nehme ich auch mit. Jemand vergiftet, ja? Ist aber kein schlimmes Gift. Halten wir gut aus. Ja, ja. Macht einen Lebenspunkt, oder? Ja. Wir wollen vor der Höhle eh nochmal rasten. Bitte nicht, dass die Sirenen wieder nachgespawnt sind. Nein. Kleiner Quicksave.
Sobald alle da sind, wird gerastet. Und Schlafi, Schlafi. Wir wurden nicht angegriffen. Das ist super. Also, nochmal kleiner Quick Save und rein. Wird erledigt. Ist wohl doch eine größere Höhle. Fleischgolem. Festgehalten, okay, Fleischgolems bei Sirenen, da passt was nicht. Das schauen wir uns genauer an. Sobald der Zauber nachlässt, versteht sich. So ewig. Mit Leichtigkeit. Ich tue mein Bestes. Alter. Das ist ja eine fiese Gegend hier. Du beruhigst dich bitte. Ja, bei hier geht's wieder. Und bei Redan, der. Der sollte sich jetzt auch gleich wieder beruhigen, hoffe ich. Was wollt ihr? Immerhin, du bist mal so frei, ja? Ihr braucht meine Hilfe. Man kann es ja mal versuchen. Wir lassen ihn hier rein. Dann haben wir noch keine Falle entdeckt. Fleischgolems sind echt, also sind fähig, Magie zu wirken. Ja? Man kann es ja mal versuchen. Mich kümmert's nicht. Ja, wird erledigt. Das ist schön, wenn du rumbekümmert bist, immerhin. Du bist jung, ich hab genug davon. Fleischgolem. Was wollt ihr hier lang? Dann noch eine Falle? Nein. Hm? Kein Problem. Ist da bestimmt eine Falle dran, oder? Und irgendwelche Handbücher. Moment, alles zu ihr. Schmuck zu dir. Ja, da habe ich es zur falschen gegeben, macht nichts. Gegengift bleibt bei mir. Dann dieses hier, dieses hier, dieses hier. Du hast schon wieder viel zu viel Shit, gell? Nee, du identifizierst bitte erstmal den Umhang. Der Träger kann sich auf Wunsch in einen Wolf verwandeln. Das ist gut für sie hier. Dann haben wir noch ein paar Edelsteinchen. Perlen. Perlen sind natürlich richtig gut. Die sind echt Geld wert. Ich glaube, eine 100 Gold. Stab der Lähmung. Den darfst du behalten. Tränke mal alle hier rein. Immerhin hat nichts. Du hast noch. Was für nichts? Pfeile für Immerhin. Bogen. Das hier. Immerhin Pfeile. Einmal auffrischen. Du auch einmal Bollerle auffrischen. Okay. Und dann haben wir noch was hier.
Oh, ein Handbuch. Ja, mit Leichtigkeit. Okay, das ist ja ganz interessant. Gibt's hier noch Illusionen? Ich bin bereit. Kein Problem. Glaub's aber nicht. Da hat sich die Höhle doch gelohnt, ja? Wir haben noch ein Buch gefunden. Da müssen wir mal gucken, was das macht. Allerdings rasten wir erstmal Quicksave und dann rasten wir hier draußen. Und das hat geklappt. Was immer ihr braucht. Und dann gibt mal das Buch an sie weiter. Handbuch der Gesundheit. Konstitution plus 1, permanent. Alles klar. Ja. Konstitution wurde um einen Punkt gesteigert. Das heißt, ja, ich habe jetzt 84 Leben. Das ist natürlich richtig klasse. Okay, dann haben wir... Nein. Dann haben wir das Gebiet hinter uns gebracht hier. Laufen hier noch zum Levelrand. Und schauen noch einmal kurz auf die Weltkarte. Dann sind wir hier nämlich fertig. Und dann geht als nächstes, würde ich sagen, zur Schule von Ulcaster. Aber erst nach Nashkel zurück. Ist klar, ne? Wir müssen verkaufen, bisschen rasten. Und dann zur Schule von Ulcaster. Das sind ja Ruinen, wie man auf dem Bild sieht. Das schauen wir uns mal an, was da so abgeht. Was wir da noch so erfahren. Aber erstmal ab nach Nashkel. Und wir werden natürlich von Düsterschatten überfallen. Okay, Leute. Aber wir sehen uns dann zum nächsten Mal in Nashkel. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir wie immer eure Liebe da. Wir sehen uns in Nashkel. Und dann auf dem Weg zur Ulcaster-Ruine. Bis zum nächsten Mal. Ciao.